Wo hast du denn der Firma? Ein herzliches Willkommen zu vorne nach Half Lumberjack. Hinterm Shop ist schon meine Firma. Wie hinterm Shop. Ja, hinterm Shop, das Waldstück habe ich doch. Beim Shop über die Bahngleise fährst. Okay. Ja, ich suche mal gerade. Wie schaut es denn hier da bei der Achterbahn aus? Brauchen die noch was? Mit Zahl 419 Liter, ich verkaufe da gerade. Ich werde jetzt ausmachen, Jungs. Nehmen die hier nichts mehr oder wie? Ja, ich weiß warum. Na dann, tschüss, Malte. Tschüss, Walter, ist schon weg. Ist schon weg, ja. Er Fleisch. tut. Er Ja, oder sag ich gleich, dass stelle du das zum Zimmer Fahr. übergehst. Ich stelle das Fahrzeug noch Ja. weg. Aber erst so, dass du magst, da sag ich gleich, dass du zum Zimmer übergehst, weil er gerade eine Einladung geschickt. Hat ordentlich Eider, hä? Wunderbar. Haben wir unseren Stall losgefahren. Also, wir haben jetzt einmal, Flo, du kennst dich doch da besser aus mit der Achterbahn, oder? Ich habe jetzt Ja. ihnen mal Stahl angeliefert, die haben aber nichts mehr angenommen. Da habe ich jetzt den Rest verkaufen können, oder? Ja. Ja, hier, hin. Müssen wir aber einfach mal. Wir brauchen nochmal nicht jedes Mal beim Händler wieder hochzufahren. Ich stell dir mal vor, du rast da drüber und da steht eine Maschine drauf. Ja. Ach, der hört sich schon aus. Nee, wie gesagt, es geht einfach darum, man muss gucken, was der Kerl anholt und was die aktuell brauchen. Ich kann den halt eben wegen dem Holzzeug mithelfen. So, dann stellen wir den einmal rein. Ja, Und dann würde ich machen sagen, wir dann werden wir mal ein bisschen aufforsten, ne? das mal. Ja. Dann muss man machen. Halt, Lichterloh mal ausschalten. Retten. So, jetzt führen wir gerade So. vor. Ja, Ah ja, am Flo muss ich mal noch auffahren, genau, haben wir ihm versprochen. ich ist wieder hinten, wenn ich war nicht kann. Du weißt ja nicht, ob das was hält. Schauen wir uns vielleicht vorne kannst du sogar. Ne, der Wenn kann er nicht vorne rein rein. Der kann aber mit rein. kann. Probier mal viel. Na, geht nicht. Kannst du zum Warte zweiten mal. Doch? Ja, jetzt sitzt er auch noch bei Servus. Da mir. tuschen wir mal hoch. Na, schön. Ja. Wow, ganz kleine Pfeile haben die rein gemacht. Als Blinker. Komm. Ah, das ist eh das Beste. Frontblitzer.
Ah, Flo, könntest du auch mal die Bürgermeisterin fragen, ob man vielleicht so einen Aufforstungskredit bekommt? Wäre uns recht recht. Kann man mit ihr sprechen? Mit einer, ja. Ja. Es kann aber auch sein, dass ihr bald noch woanders dafür mich. Danke fürs Hochfahren. Es kann aber sein, dass ihr mich bald. Dass ihr bald noch woanders dafür mich Holz hinliefern könnt. Ja, okay. Ja, okay. Bin nämlich am Überlegen, mir noch die Papierfabrik zu kaufen. Mhm. Na ja, auch nicht schlecht. Dann können wir da auch Holz hinliefern. Oder würdest du mich mal gerade hinfahren, damit ich gucken kann, wie viel der Spaß kostet? Ja, kann ich auch mal. Ja, rein mit dir. Gut. Wenn du mich lotst, wo ich hinfahren muss. Dann muss ich jetzt nochmal umdrehen. Siehst du zum zum Martin rein? Ah, wohl, das passt schon. Wir wollen uns daher Stimmen geben. Ja. Nach rechts. Ach genau, und dann rechts hoch, glaube ich, gell? Rechts war der Berg hoch. Vorhin bei der Hauptstraße. Mhm. Jetzt. Ja. Ach, da kann ich dir noch gleich zeigen, wo wir unsere Mammutbäume haben. Mhm. Und dann kann ich nämlich dafür dann auch noch Dings kaufen. Einen Gabelstapler kaufen. Und dann können wir da unten noch Papier aufnehmen und wegtransportieren. Ich muss jetzt hier irgendwo runtergehen, oder? Links. Links. Okay, dachte ich mir das. Kannst du auch rechts runterfahren, aber links ist einfacher. Da waren wir schon mal. Da dauert ein bisschen Papierfabrik. Ja, sieht alt aus, aber ich war mal drin, das ist eigentlich nicht mal so schlecht. Ja, solange es Papier produziert, warum denn nicht? Warum nicht? 130.000, oje, oje. Schnell fort, bevor ich es mir anders überlege. Vielleicht, wenn ich noch ein bisschen gewirtschaftet habe. Also, wenn ihr mögt und ihr unbedingt noch eine Lieferung Holz haben wollt, bringen wollt. Ja, ja. Und wenn nicht, dann würde ich jetzt gleich doch das Ding hier kaufen. Ich habe nämlich jetzt gerade einen Plan gemacht und dann könntet ihr hier auch schon mal hinliefern. Ja. Ja, dann müssen wir aber erstmal was vorbereiten. Ja. Momentan ist Aufforstung steht auch an. Müssen wir auch wissen. So, wo war jetzt das hier im Berg hoch? Genau. Oh ja, muss hochgeschleppt. Ich habe einen Jeep, einen Tieflader dran, den kleinen. Und hinten drauf einen Radlader. Und da den Berg hoch. Ui, ui. Ja. Oh, 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 brav sein. Braver Wagen sein. So, hier sind unsere Mammutbäume. Schön. Hier haben wir die zwei weg. Ja, genau, da. Ich springe mal mit raus, Flo. Hier haben wir die zwei weg. Ja. Hier haben wir einen weg. Ja. Und hier oben haben wir einen weg. Am Eck. Am Eck war der wo, gell? Markus. Am Eck war der wo, ja. Da, das kleine, ja. Ein kleines kleines Stück hat schon 50 Kilo. Weißt du, was ich mir überlegt habe, Markus? Aha. Mein Beef haben wir offen und da mal das ganze Klarzeug weggekekselt und hackt nicht so. Ja. Genau. Aber da müssen wir dann mal, glaube ich, mit dem Flo einmal offen. Ja, und mit dem Flo einmal, ja. Und schau dir mal die Mammutbäume an, wie groß die haben. Jetzt, warte mal. Da hat einer im Schnitt 37,3 Meter. Ja. Ah, jo.
Dann waren wir mal am Flo. Ja, unbedingt. Und fragt nicht, was wir uns geschunden haben. Ja. So, fahren wir am Flo mal zum Sägewehr. Na, den Weg weiß ich ja jetzt. Zum Sägewehr, hier hinten runter. Ah, guck dir das an, was da Mammut bei mir stehen ist. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Ja, da gibt man noch viel. Auf Fuß. Ja. So, und schon waren wir am Sägewerk. Ja. Hopsasa, wie die Reihe da. Ja, sind wir da. So, Flo. So, schon wären wir da. Dankeschön. Bitte. Ja, bitte schön. Also, ich mach mich jetzt auch erstmal ab, ne? Jo, bis dann. Ja. Tschüss! Ah ja, Markus, nehmen wir mir ein bisschen aufforsten, ne? Ja. Zeit wird. Jetzt bin ich aber am Überlegen. Wie viel kostet an der Radlader? 338.000, oder? 38, ja. Bin ich gleich am Überlegen, wenn ich den kleiner verkaufe, wie viel ich kriege, weißt du? Ja. Weil der große hat doch mehr Wumms. Ja. Oh, scheiße. Gott, der ist ein großer Reifen, Mann. Also, du kannst aber drehen, die Wogen. Ist mir gerade aufgefallen, ich hab mir sehr gewundert, dass der Flo nichts gesagt hat. Schau mal da hinten in die Ladeflächen ein, wie der ausschaut. Ja. Mal sauber machen, ja. Das Ding da. Oh ja, Wahnsinn. Ein Ziel ist groß. Da muss man aber nicht merken. Er ist ja einer der Ersten, der was sagt, was? Mhm. Ich bin eh am Überlegen, ob ich nicht ein anderes Auto hole, was? Ja. Brauchen wir mir eigentlich den kleinen Tierflader? Nee, werde ich nicht. So lade ich das da. Von mal hier kannst du mal gleich verkaufen, das Ding. Ja. Ja, vorne an der Ecke. Ich sehe schon. Da ist er. Danke. Hä? Ah ja, jetzt. 150.000 oder ging schon her. Ja, dann hupfen wir rein, dann fahren wir den alten Radlader 4 und dann können wir uns den neuen leisten und dann haben wir noch ein bisschen Geld. Ja. Ich bin am überlegen, ob wir nicht ein Bifarator da aufziehen und mal ein bisschen Hackschnitzel machen. Ja. Aufweisen können wir ja weiter dort.
Ja, für die Kimono, ja. Ja. Da haben wir das Zeug gehabt hinten. Ja. Das heißt, so. Ich werde jetzt den einmal zusammenrichten. Mhm. Wer den. Dings. Das könnte man auch reinwerfen, oder die Stabel. Wie viel schneiden wir die Stabel da? Da liegt's. Ah, da. Ah, da ist. Na, wie viel rein die Stabel da? Ah, guck mal rein, da. Die Stabel. Warte mal. Nein, nein. Jetzt sowas. So, dann. Da ich sagen, machen wir da oben erstmal den Scheißtrick weg da und vielleicht machen wir noch. Filmen noch ein paar andere noch, weißt du schon? Machen wir ja. Und richten wir es gleich her. Ja, ja, da nichts mal wieder was hat. Der Flo. Ja, der Flo nicht, der Flo braucht momentan nichts. Nein, aber da wir das dort da hinliefern können, was er gesagt hat. So, dann. So, oder? Pass auf, dann nimmst du mal noch mit einem anderen LKW einen Anhänger mit. Dann wir das Zeug da rein tun können. Dann probieren wir mal, ob das mit dem Mammutbaum genauso funktioniert. Mhm. Der nächste Schwertransport, hey Krutze, für Anfang haben wir nur einen Schwertransport. Ja. Fahren wir aber hinten beim Flo auf, weil da ja vorne ist mal ein bisschen steil. Warte auf die kurz. Ach Mensch, was ich unsere Zuschauer noch sagen wollte. Da haben wir dann eine kleine Aufforstung. Oh ja. Wir haben hier eine Neuaufforstung mit schönen kleinen unspektakulären Gelbkiefern werden das. Mhm. Werden lauter Gelbkiefern. So schöne kleine Gelbkiefern. Und das wäre ja auch noch lernen. Da ist nichts dabei. Da ist nichts dabei, Markus. Das machen wir schon mal. Ah ja. Aber jetzt müssen wir mal die Mammutbäume mal schauen. Warum ist jetzt der schon wieder gelaufen? So, dann schauen wir mal. Schauen wir nicht, der Zug kommt zufällig. Weil da kann ich nicht so schnell weg. Schaut gut aus. Ah, das Licht brennt, jawohl. Warte mal, komm schon. Achtung, Zug! Warte noch, Zug kommt. Ich warte. Sau heim, du. Muss jetzt genau durchfahren. Ah ja, muss man so denkt auch, weil wenn ich im Moment der Zug daher gehe, ja, jetzt kannst du durchfahren. Jetzt kann ich durchfahren. Jetzt geh Markus, dann wollen wir noch ein bisschen was weiterbringen da oben. Kann man gleich ein paar Mammutbäume herrichten, wenn es ist. Oder wir transportieren wir unseren Backofen und machen wir mal aus Mammutbäume ein bisschen Hackschnitzel. Ein paar Mal probieren. Ja. Oh, Alter, was weiß, was ein Hackschnitzel rausgeht. Oh, Leck. Oh, Leck.
Wenn du so ein Ding nimmst und packst es da rein. Da fahren wir hin beim Flo, ist gescheiter, der hat mal steil, der Berg. No. Nächste Klammer und die Stabel 922 Liter, gell? Ja. Alex, stell dir vor, wir machen da mit den Mammutbäumen was da ist, was zum Teil. Oh. Ich merke gleich da einer fahren, weil das eh unser Grundstück ist. Ja. Halt, nein, bleib draus, bleib draus, bleib draus. Fehlalarm. Ach, scheiße, da kann ich gar nicht hin. Das geht ja da hinten auf wieder weg. Ah, der geht da hinten auf, wart. Nein, ich komme nicht auf. Ich muss geradeaus fahren. Fahr geradeaus auf. Rechts, 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 richtige rechts, rechts, rechts. Ja. Und dann gleich rechts, dann geht er so ein Waldweg rein. Ich warte da. Schau, Markus, du musst selber auf die Seite, wo du auf den Berg zuschaust, da hinten. Merkt einfach mal, das da hinten ist so ein Berg. Wenn du auf den hinschaust, auf die Seiten musst du mal. Da hier vorne, da haben wir eh unser Zeug schon. Da haben wir schon daheim. Warte, lass mich auf der Steig. Ah ja, du. Ich muss auf der Steig, glaube ich. Leck, wenn man das auf, zeigt zum Aufräumen. Aber dass es auch mal sauber wird. So, jetzt pass auf, jetzt kuppe ich den ab. Den noch kuppen. Thank you.
So. Kannst du dahinter draufstellen? Mhm. Ah, du bist. Ja, dann hängst du mal das ganze kleine Zeiger mal weg. Warte mal, ich räume noch schnell einen Weg frei. Jawohl, nicht. Markus, lass dir halt Zeit. Ich hab gesagt, ich räume schnell einen Weg frei. Da liegt ein Ast rum. Jetzt. Gut, 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 passt schon. Läuft schon. Motor ausschalten. Vom LKW. Jura. Okay, das packt schon mal zum Teil. Aha. Ah, jetzt packt da drinnen drin. Schaut doch mal kurz am Beef aus. Bring das erste nicht mehr da. Okay, ewig. Scheiße. Ah, vielleicht haut es mit durch, wenn wir anders reinwerfen. Mhm. Aber wir haben noch so viel Klumpeling. Oh, ruck. Also, wir einschalten nochmal. Einschalten. Markus, rechts im Kram unten. Da liegen auch ein Haufen Klumpen. Ich hol das Zeiger mal da herum. Mhm. Die Stickel zeigen mal weiter, kommt da. Also 1,1 Tonne da, aber was verpackt den Boden rein. So, liebe Leute, aber wir sind in der Folge heute angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss und ciao und danke fürs Vorbeischauen. Tschüss.